Hallo und herzlich willkommen zu Uncharted 4, A Thief's End. So. Keine Ahnung, ob das jetzt Endspurt wird. Wer macht denn sowas? Hallo? Der Typ mit Fukuhila. Geil, ey. Alter Schwede, haben die aber einiges noch hier liegen lassen. Boah, wie das funkelt. Wo ist Sam? Oh, er ist da. Sam? Entspann dich. Er lebt. Dieser Idiot hat uns fast alle umgebracht. Ich bringe ihn jetzt hier raus. Nein, tust du nicht. Dave, du kannst den Schatz haben, okay? Lass mich nur meinen Bruder retten. Nach allem, was er getan hat? Wie edelmütig. Aber nein. Wenn wir hier warten, sind wir alle tot. Willst du das? Hab ich nicht gesagt. Was meinst du, Nadine? Schön, dass es dir wieder gut geht. Bist du so nett und nimmst Nate die Waffe ab? Ja, damit. Glauben Sie echt, Sie können ihm trauen? Ha? Geht sie nichts an. Warum versuchst du, sie aufzuhetzen, Nate? Nadine und ich sind Partner. Und meine Partner bescheiß ich nicht. Geh darüber. Aber du und dein Bruder, ihr habt meine Großzügigkeit von Anfang an ausgenutzt. Ihr wolltet mich ausboten und es wird Zeit für eine Lektion. Hm. Was machst du da? Jetzt gib du mir deine Waffe. Nadine? Ich sag's nicht nochmal.
schöne Ziselierungen drauf. Du benimmst dich gerade unglaublich dämlich. Sieh mal darüber. Nadine. Hör auf! Himmel! Ich sagte, sieh hin! Okay, da sind ein paar Skelette. Na und? Ich weiß nicht so viel über Geschichte wie ihr Jungs. Aber ich kann mir gut vorstellen, wer die beiden sind. Na dann klär uns auf. Das sind Avery und Two. Sie haben sich gegenseitig umgebracht. Schön für Sie. Was sagt uns das? Jeder, der von diesem Schatz besessen ist, bekommt, was er verdient. Was, Sie lassen uns einfach zum Sterben zurück? Ich lasse euch nur zurück. Ob ihr sterbt oder nicht, ist mir egal. Nadine, warte. Leb wohl, Rafe. Nadine! Mach sofort diese verdammte Tür auf! Rafe, sie ist weg! Komm, hilf mir, dann kommen wir alle hier raus. Oh nein. Nein, daraus wird nichts. Komm, hilf mir mit Sam, dann helfe ich dir bei der Tür. Nein, ich werde mich an keiner dieser Münzen erfreuen können. Solange ich weiß, dass du und dein nutzloser Bruder noch am Leben seid. Okay, komm. Komm wieder runter. Du kannst fechten üben, wenn wir wieder draußen sind. Nate, halt die Klappe! Weißt du, was Irrsinn ist? Junge. Nathan Drake lief mit einem Verrückten und seiner Armee um die Wette zu den Stufen von Shambhala. Hoppala. Verdammt! Nathan Drake entdeckte eine verlorene Stadt in der Rub-Al-Khali-Wüste. Verflucht! Komm schon, wir können zusammen hier raus. Nathan Drake fand das sagenumwobene Eldorado. Komm schon, Ray. Hör auf. Nathan Drake ist eine Legende. Ich habe den Mann erschossen, der mir das gesagt hat. Ray, komm schon. Ich verstehe, dass du mich nicht sonderlich magst, aber du... Trotz deiner Großartigkeit, Nate, hast du nichts. Du bist nichts. Ich hatte dich gewarnt, mir aus dem Weg zu gehen. Ich habe alles geopfert, um Avery zu finden, und das lasse ich mir nicht von zwei miesen Dieben, einem senilen Trickbetrüger und einer gescheiterten Journalistin wegnehmen. Es reicht! Wenn dir dieser Haufen Verlierer so viel bedeutet, werdet ihr bald wieder vereint sein. En garde, du Penner. So ist richtig. Kannst du mit Schwertern umgehen? Ja, mit der Spitze zustechen, richtig? Das wird sicher lustig. Komm schon, Nate! Schumme! Ups! Du hast dich geschnitten, Nate! Los! Durchspeisen, ja? Das könnte etwas wehtun. Komm schon, Legende. Yeah!
Alter! Ich bin etwas enttäuscht, Ray. Meine! Macht er nochmal einen Trick am Ende. Ja! Locker, Ray! Von dem man so viel hört. Ist ja gut, ist ja gut. Wir sind ja fertig. Ich hole jetzt meinen Bruder und dann gehen wir. Wenn du bleiben und mit dem Chef verbrennen willst, gern. Du hast mich. Du Depp. Weißt du was, Nate? Hinter all dieser Angeberei steckt nur ein trauriger kleiner Junge. Mit ernsthaften Größenbart. Und der kann nicht mal ordentlich fechten. Mach's gut, Nathan Drake. Nathan! Du weißt einfach nicht, wenn man aufgibt, hm? Das ist... Ihr seid gemein, ey. Alten Mann kann nicht so schnell Knöpfe finden. Scheiße. Du weißt einfach nicht, wenn man aufgibt, hm? Das ist gut! Ich will nichts verschenkt. Ich habe schon immer alles auf einem verdammten Silbertablett serviert bekommen. Alles! Bis auf das! Das habe ich mir verdient. Das alles. Den Schatz, Rafe? Er gehört dir. Bam, Junge! Heilige Scheiße. Hey, komm, schaff bitte hier raus. Ich versuch's. Es ist zu schwer. Versuch's nochmal. Zwecklos! Hör mir zu! Alles, was ich hier wollte, war mit dir diesen Schatz zu finden. Nein. Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft, Brüderchen! Okay? Alles ist gut! Nein, es muss einen Weg geben! Du musst hier weg! Was muss ich sagen? Du musst hier weg! Komm schon, Nathan, ich muss wissen, dass du's geschafft hast! Das ist so cool. Scheiße!
Scheiße. Oh, Nate. Nate! Hey! Schätzige. Hey Sally, ich hab sie. Wo seid ihr? Gleich hier. Hast du alles? Ja, glaub schon. Du kannst alles verkaufen, was ich zurücklasse. Soll ich euch wirklich nicht heimbringen? Nach den letzten Tagen ziehe ich ein Flugzeug mit Bordservice und bequemen Sitzen vor. Außerdem müssen wir beide über einiges reden. Ja, müsst ihr. Und keine nächtlichen Anrufe mehr, von wegen ein letztes Mal. Geht klar. Danke, Sally. Alles Gute, Junge. Lass von dir hören. Wenn du wieder in der Stadt bist, gebe ich einen aus. Da werde ich dran erinnern. Dann haut der Hase einfach ab und hinterlässt kleine Hasenüberraschungen überall auf dem Bett des Direktors. Eine hey, was erzählst du ihr? Er erzählt mir von deiner Magiephase. Oh, ich hasse dich. Wie war dein Künstlername? Los, sag's ihr. Der große Nate. Das ist nicht witzig, der Name ist toll. Zu seiner Verteidigung, du warst ziemlich gut. Aha. Hör zu, Sam. Es war interessant, dich kennenzulernen. Mit Handschlag? Also... Wir machen das wie gute Freunde. Pass mir gut auf diesen Spinner auf, okay? Ja, mach ich. Ich komme gleich nach. Ja. Ich mag sie. Und das arme Mädchen scheint dich echt zu lieben. Ich weiß, ja. Hör zu, das Angebot steht noch. Das ist nett, aber nein, danke. Wenn du denkst, du wärst uns eine Last, darum geht's bist nicht. Du nicht. Darum geht's nicht. Also ein bisschen schon, ja. Aber... Ich dachte nur, nachdem wir Averys Schatz gefunden haben, wäre ich... zufrieden? Stattdessen habe ich... irgendwie dieses Gefühl von... Leere. Ja. Egal wie aufregend das nächste Abenteuer sein wird, am Ende stehst du immer mit dem gleichen Gefühl da. Manchmal muss man entscheiden, was man behält und was man loslässt. Tja, ich schätze, da bin ich noch nicht. Außerdem hast du mir ein paar alte Städte voraus. Ich muss noch was aufholen. Es sind noch welche übrig. Gut, danke. Oh, unser Taxi ist da. Ja. Wir haben's weit gebracht. Haben wir, kleiner Bruder. Komm her. Und mach nichts, was ich nicht tun würde, okay? Hau schon ab. Zieh Leine. Ist er voll? Ja. Und, Victor, was steht jetzt an? Also, bevor ich hier eingezogen wurde, habe ich an einer Art Geschäft gearbeitet. Geschäft? Gefährlich? Mit den Leuten ja. Könnte sein. Also, ich kenne da jemanden, der gerade aus dem Gefängnis kommt und perfekt für so ein Geschäft geeignet wäre. Ich weiß nicht. Ist er zuverlässig? Mehr oder weniger. Kann er Portugiesisch? Quando seu marido voltar para casa? Was heißt das? Wann kommt ein Mann nach Hause? Das genügt. Los.
Hast du noch mehr von den Zigarren? Übertreib's nicht. Hey, guten Morgen. Das ist er wirklich. Das ist er wirklich. Okay, ich spiel mit. Was ist los? Einen großen Job an Land gezogen? Oh, sogar noch besser. Ich bin kurz davor, Jameson Marine zu verkaufen. Echt jetzt? Ja. Wow, da... Tja, hey, ich schätze, da sind Glückwünsche angebracht, hä? Oh, noch nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass es klappt. Die haben hart verhandelt. Aber am Schluss konnten wir beide Seiten zufriedenstellen. Na, das ist toll. Ja. Bleibst du weiter dabei? Nein. Ich glaube, ich brauch mal Ruhe. Zeit für die Familie. Und ich will mal wieder fischen gehen. Freut mich. Und wer ist der Trottel, der den Laden kauft? Oh, du. Was? Na komm schon, ernsthaft. Oh, doch, ernsthaft. Warte, Jameson? Hey, warte mal, Mann! Hey! Morgen, Jungs! Was machst du denn hier? Ich wollte mich nur ein letztes Mal umsehen. Die Schlüssel hat jemand schon. Okay, perfekt. Euer Ernst? Nee. Okay, ich sag dir was. Das wäre eine sehr kluge Investition. Du, das Richtige. Rufen Sie mich an? Wird gemacht. Hi. Hi. Du kaufst Jameson Marine? Wir kaufen Jameson Marine. Oh, okay. Wie? Wieso? Tja, es gibt da Gerüchte über einen Bergungsjob vor der Küste von Malaysia und ich dachte, das wäre genau unser Ding. Nein, Schatz, hör zu. Wir sind nur um ein Haar aus Libertalia entkommen. Ja. Hey, einen illegalen Job annehmen? Du weißt, wohin das führt. Wer sagt denn was von illegal? Hier. Das kam heute Morgen. Ist das echt? Ja. Ein paar meiner alten Kontakte haben das mit der malaysischen Genehmigungsbehörde geregelt. Es war toll, ich musste nicht mal jemanden bestechen. Na, das ist gut, denn ich habe keinen Schimmer, wie wir uns das überhaupt leisten könnten. Hier. Halt mal die Hand auf. Hä? Halt mal die Hand auf. Mach schon. Heilige Scheiße. Wo hast du die her? Die war in meiner Jackentasche. Zusammen mit ein paar anderen. Ein paar? Sam. Er ist ganz schön raffiniert. Ja. Natürlich werden die meisten davon für unser Geschäft hier draufgehen. Und für die neue Kameraausrüstung. Kamera? Hä? Ja. Weißt du, ich dachte, wenn wir die Fracht aus dem Wrack bergen, könnten wir doch ein kleines Team anheuern, die ganze Sache filmen und meine alte Show wieder aufnehmen. Was ist denn aus unserem einfachen Leben geworden? Ich glaube, beim Versuch, ein einfaches Leben zu führen, haben wir es vielleicht übertrieben. Hör mal. Damals auf dieser Insel habe ich das Abenteuer vermisst. Ich habe uns vermisst. Und jetzt haben wir die Chance zu tun, was wir lieben. Aber von jetzt an läuft alles nur noch 100%ig legal. Okay? Und schießen werde nur noch ich. Mit meiner super teuren Kamera. Wow. Du hast das wirklich genau durchdacht. Mehr oder weniger. Aber hör zu. Ein Wort von dir und ich blase die ganze Sache ab. Was?
Nein. Ich will Jameson nicht den vorzeitigen Ruhestand versauen. Das wäre grausam. Genau. Das wird nicht einfach. Das ist es doch nie. Also, was sagst du, Nathan Drake? Klar, wieso nicht? Solange ich kein Papierkram erledigen muss. Na, ich kann's auch nicht. Ich werde vollauf mit der Kamera beschäftigt sein. Na, und ich vollauf mit dem Tauchen. Okay. Schön, wir wechseln uns ab. Ja. Oder wir könnten darum spielen. Echt jetzt? Nein, hör zu. Ich habe geübt. Ich bin echt gut. Meine Hand-Augen-Koordination ist viel besser. Echt? Ich kann dir das nicht nochmal antun. Hast du etwa Angst? Da liegst du ja sowas von daneben. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie viel Angst hast du? Ungefähr 3. Ja, übersetzt heißt das so ungefähr 11. Okay, dann. Ich krieg dich. Ach ja? Ja. Oh je. Das... Okay. Schön. Bin dabei. Gott, ich muss das nochmal zocken. Alter, wie kommt man denn an dem scheiß Ding da vorbei? Toll! Ich bin doch keine 8 mehr. Warum muss ich Jump'n'Run zocken? Alter, das ist so hart, ne? Und dann wie ein grauer Vorzeit mit dem Steuerkreuz. Highscore 3,5. Lecko funny. Ja, Nate, hast verkackt.
Ach, ein Hund. Ach, das war gar nicht Nate. Wieso kriegt das Mädchen denn nur eine PS1? Wo bleiben die? Der Epilog. So gut. Grocknack. Ich sollte echt aufräumen. Och. Nee, später. Ganz genau. Mom? Dad? Jemand da? Juhu. Sieht aus, als wenn Mom, Dad hier Gas gegeben hätten. Das sieht schön aus. Sorry, Sally. Wow, Sam sieht so jung aus. Tja. Da sind die Eltern geworden. Ach, guck mal, das finde ich so geil, ne? Dass der Spiegel funktioniert. Die sind wohl abgehauen. Wow, so cool. Die muss ich mir mal wieder vom Mom leihen. Eine Polaroid? Ja gut. Ein Mädchen, was mit PS1 spielt, ne, hat bestimmt auch kein Handy. Mal sehen, was du hast. Mom hört komische Musik, aber die hier gefällt mir. Wir sollten echt eine Party schmeißen. Würde bisschen keiner untersetzt, merken. Der Hund. Mit so einem kleinen, dicken Labrador. Das Leckerchen haben. Na, so siehst du na, aus. Na gut. Aber nur das eine. Das macht er bei jedem und dann sieht er so aus. Ja, ist ja gut. Komm her. Ich kann ja auch nicht nein. Na gut. Aber das ist das Letzte für heute. Okay? Das sag ich auch jedes Mal. Und mein Hund hat Jedi-Kräfte, genauso wie der. Der fängt an zu janken und dann. Komm. Ne, gibt's nichts mehr. Computer sagt nein. Na bitte. Sally, komm zu Besuch. Wir sitzen in einem kleinen Café in einer belebten Straße von Havanna und trinken den vielleicht besten Espresso meines Lebens. Kein Auftrag, niemand verfolgt uns, der Ruhestand fühlt sich komisch an. Gut, aber komisch. Sam lässt ausrichten, dass du den Kühlschrank mit nicht ganz so beschissenem Bier auffüllen sollst, bevor wir kommen. Seine Worte, nicht meine. Außerdem erinnert mich Sam daran, dass du die Wette verloren hast gegen uns beide. 12 Monate rauchfrei, Tendenz steigend. Und ich bin in Kuba. Verdammt nochmal. Ich war also ein braver Junge. Wie auch immer, grüß die Mädels von uns. Sag Cassie, sie soll schön mal das Backgammon-Brett rausholen. Schon mal das Backgammon-Brett rausholen. Ich will meine Revanche. Ich freue mich, euch alle in ein paar Wochen zu sehen. Dein Kumpel Victor. Ja. Schreibt er nicht Onkel? Onkel Victor.
Das fand ich ja bei dem Film scheiße, ne? Dass sie da den Mark Wahlberg genommen haben. Der passt irgendwie voll nicht als Victor Sully. Hey! Weg ist sie. Ein perfekter Tag. Jetzt fehlt nur noch der Rest unserer Crew. Nee, war ein richtig cooles Game. So, und dann geht's für euch morgen direkt, denke ich mal, mit The Lost Legacy weiter. Das kenne ich noch überhaupt gar nicht. Ne? Das hier, das habe ich mal gezockt. Hier an den Strand erinnere ich mich. Also durchgespielt habe ich es wohl auch. Aber der Endkampf, der war gar nicht mehr auf meinem Schirm drauf. Obwohl er cool war. Jemand da? Nein? Niemand? Okay. Das Essen ist hier. Alles am Start. Was ist mit dir, Hund? Hey, Vicky. Vicky. Kleine Vicky. So, Süße. Wo sind Mom und Dad? Na los, such sie. Los. Vicky ist ein bisschen blöd. Gut, suche ich sie selbst. Aber wer kreuzt einen Labrador mit einem Dackel? Wer macht sowas? Und hier auch nicht. Okay, dann warte ich wohl einfach. Das grenzt das Suchgebiet ein ganzes Stück ein. Triangulieren. Wow. Das wurde toll gesäubert. Was ist denn das? Du hast es rausgefunden. Oh ja, bei der hier war ich mit Sully unterwegs. Frisch wie der junge Morgen. Oh, das war meine Lieblingsausgrabung. Daran erinnere ich mich. Ja, wird hier der Nachfolger uns präsentiert? Weil ich weiß schon, in Lost Legacy werden wir nicht mit Nathan Drake spielen. Was bewahrst du hier auf? Und das soll angeblich ja auch das Ende der Reihe sein. Wie albern. Ich kann es mir nur nicht vorstellen. Oh, das sind seine Schlüssel. Das sind seine Schlüssel. Obwohl Naughty Dog gesagt hat, die wollen keine Uncharted mehr machen. Aber das ist so eine geile Reihe, ne? Ach, guck mal. Ja. Ist das Sully gewesen oder war das Drake? Ich glaube, war Sully, ne? Der ist jetzt 112 oder so. Das sind seine Schlüssel. Rauskommen ist hier aber nicht. Oder gehen wir hier raus? Nö.
Ach so, mach den Schrank auf. Mit seinen Schlüsseln. Keine Chance. Einfach keine Chance. Aha. Der heilige Dismas. Eine spanische Dublone. Aber von wo? Tja. Sieht aus wie Averys Siegel. Hat. Hm. Ist das Averys Siegel? Jo. Ist das ein Einschussloch? Möglich. Sechzehntes Jahrhundert. Wo ist was das? Irgendwie cool. Da lacht er aber nicht, Mädel. Ach so, sonst kommst du nicht ans Buch ran. Hallo. Evelyn hat einen Sammler einer Erstausgabe von Schauplatz der englischen Seeräuber abgekauft, mitsamt einem Stapel Dokumente aus dem 18. Jahrhundert. Unter ihnen habe ich einen sehr faszinierenden Brief von Joseph Burns gefunden, der nicht nur zugibt, ein Mitglied der Besatzung von Henry Averys Schiff zu sein, sondern möglicherweise auch noch auf einen von Averys riesigen Schätzen hinweist. Auf was sonst sollten sich die Reichtümer des Paradieses beziehen? Wenn er diesen Brief aus dem Gefängnis geschickt hat, hatte er den Schatz eindeutig nicht bei sich. Also, wo ist er? Wir müssen seine Spuren bis zur Quelle zurückverfolgen. Henrys Angriff auf die Gangi Savai. Bildunterschrift Joseph Burns. Letzte bekannte Sichtung. Notiz über den Brief. Was sind das für Markierungen? Oh, hatten wir aber schon gelesen. Wow. Henry Avery, der Gunsway-Raub? Hm. Halt, hast du etwa nach Averys Schatz gesucht? Nicht nur gesucht, auch gefunden. Niemals. Ist das Dad? Ja. Sic Parvis Magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Mhm. Hm. Was ist das? Was zur Hölle? Cool, cool. Oh, Scheiße. Mist. Hey, da bist du ja. Hey. Wir haben dich gesucht. Was machst du hier drin? Ich hab euch gesucht. Mach schon, wir haben das Boot beladen. Wir können los. Cool, ich werde dann gleich nachkommen. Wieso? Ich muss nur, Was ist los, Cassie? Okay. Sei nicht sauer. Hey, ich sag doch, sei nicht sauer. Schlüssel. Also? Was hast du gesehen? Gar nichts. Naja, nur das Foto von euch beiden und Sully. Mit einem Haufen spanisch aussehender Schätze.
Und einem Gewehr. Ja. Das musste irgendwann passieren. Vielleicht sollten wir sie einfach erzählen. Sie ist noch nicht bereit dafür. Bereit für was? Den abgefahrenen Scheiß da drin? Wortwahl. Ja, Wortwahl. Entschuldigung. Aber ihr beiden habt ja im wahrsten Sinne des Wortes Leichen im Keller. Oder zumindest so eine Art silbernen Totenkopf. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür. Wirklich? Nicht? Zeit für das Gespräch. Ja, es ist absolut Zeit. Moment, um welches Gespräch geht es hier? Sie ist noch ein Kind. Sie ist älter als du und Sam, als ihr das alles begonnen habt. Das ist was anderes, und das weißt du. Okay, hör zu. Wenn ihr irgendetwas Zwielichtiges angestellt habt, ist das total okay. Aber ich finde, ich bin alt genug, es zu erfahren, richtig? Alt genug? Wie alt bist du? Haha, witzig. Mom? Okay. Tja, mal sehen. Für mich fing's an, als dieser Typ mich wegen einer Story über einen riesigen historischen Fund anrief. Er klang wie ein absoluter Schwindler. Ja, attraktiver Schwindler. Nein, ich kannte ihn ja noch gar nicht. Oh, sie wusste es. Sie wusste es. Also, dieser Schwindler sagt, wenn Sie die Reise finanzieren, gebe ich Ihnen den Sack von Sir Francis Drake. Und damit das klar ist, ich habe auch geliefert. Ja, du hast uns indonesischen Piraten ausgeliefert. Ach, jetzt komm, du weißt, damit hatte ich nichts zu tun. Okay, Leute, Auszeit. Ihr behauptet, Piraten hätten euch angegriffen? Nachdem ihr den Sarg von Sir Francis Drake gefunden hattet. Ist das richtig? Ja, das, eigentlich das schon, stimmt. Ja. Bullshit. Deine Wortwahl. Quatsch. Besser. Okay, erzählt weiter. Wisst ihr was? Sonne scheint, das Boot ist bereit, der Wind ist perfekt. Ihr wollt die Geschichte erzählen? Warum nicht auf dem Wasser? Kommt. Warte, wie hat Francis Drake ausgesehen? War's eklig? Weißt du, er lag nicht drin. Ja, nur sein Tagebuch und eine Karte von Eldorado. Der Stadt aus Gold? Ja, das ist die Legende. Es war nur eine Statue und sie war verflucht. Krass, echt jetzt? Ja, echt jetzt. Aber das kommt erst viel später. Also, die Karte führt uns mitten in den Dschungel des Amazonas. So, ich verabschiede mich schon mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch was. Bye, bye.